Ich habe vom letzten Mal dazugelernt und nun werde ich bestimmt ohne einen Game Over hier durchkommen. Oder was heißt Game Over? Ohne einen Tod. Ohne Game Over sind wir ja tatsächlich sogar bisher hier durchgekommen in dem Spiel, aber fragt sich natürlich auch, für wie lange das noch halten wird. Ich glaube, hier können wir, genau, wenn wir oben drücken, während wir springen, können wir uns hier festhalten. Doch, ihr habt es schon gesehen, manchmal kommen da Viecher! Und die machen mir natürlich Probleme. Okay, aber ich überlege gerade, wie ich hier weiterkomme. Ich glaube, ich möchte erstmal zum One-Up, ne? Boing! Nee, hä? Nicht? Oder kann ich von hier aus schon noch hoch? Ich meine, eine Sache, die ich ausprobieren könnte, ist... Ja, das geht halt falsch rum, ne? Nee, ich glaube tatsächlich, dass ich erstmal mich hier hochschmeißen muss. Warte, am besten von hier. Aber Beeilung, Beeilung, Beeilung. Das Ding kommt wieder. Jetzt! Nein? Oh, hier kann ich mich festhalten. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, jetzt. Kurz warten, kurz warten, kurz warten, kurz warten, kurz warten. Junge, wie schwindelig muss es da Mario bitte gehen? Ernsthaft? Das killt mich? Oh Mann, so viel zu. Wir werden heute bestimmt ohne Kills hier weiterkommen. Oder Deaths. Na gut. Leider nicht. Okay, komm, lassen wir das Roundup einfach liegen. Das ist eh nicht wert. Wenn ich dafür nur wieder sterben muss. Badadam, was ist das hier eigentlich? Kann ich das mitnehmen? Ich kann es mitnehmen. Ah, warte mal, damit kann ich den Typen gar killen. Warte. Den da. Nee, kann ich nicht. Okay. Wir haben da ein paar Mülleimer, die wir für irgendwas benutzen können. Aber ich weiß nicht mehr was. Da oben ist noch ein Schatz. Wo komm ich denn da hin? Schnell, schnell, weg, 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 Mario! Oh mein Gott! Ah, ich versteh's, ich versteh's, ich versteh's. Wir müssen die Mülltonne... Oh, das ist ein Gegner. Oh, das ist ein Gegner! Hä? Was so... Hä? Was passiert? Ich war gerade im Gegner drin, habt ihr's gesehen? What the hell? Das geht? Warum geht das? Ja, komm. Nur weil das blöde gespawnt ist, das Ding. Einmal kurz ein bisschen Boing und einmal, warte, warte, stopp, 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 hier. Nochmal kurz ein bisschen Boing. Ihr seht schon, dieses Spiel ist ein bisschen mehr auf Try and Error ausgelegt als dann der Nachfolger. Ich kann ja mal sagen, der Nachfolger ist wirklich besser. Ich freue mich schon, wenn wir da denn das Remake zu spielen werden. Das reicht nicht, schade. Aber das müsste mit dem Dude hier reichen. Okay, einfach draufbleiben, einfach nichts machen. Mhm, mhm. Kann ich springen? Ach komm. Ernsthaft? Ich versuch's nochmal. Tatsächlich. Jetzt hat's nämlich gezählt. Schön. Das ist extrem knifflig, daran zu kommen. Aber wir haben's. Was wir aber nicht haben, ist da unten den Regenschirm. Aber der ist, glaube ich, nicht so schwer. Ah ja, ich verstehe, ich verstehe. Oh, oh nein! Ich habe nochmal mein Save neu geladen. Das ist mein Speicherstand. Heißt, ich habe jetzt wieder meine ganz normalen One-Up-Anzahlen. Ich hoffe, euch stört das nicht. Bei mich hat halt einfach gerade gestört, dass ich jetzt schon fast Game Over bin am Anfang der Folge. Weißt du, hatte ich einfach wieder Motivation für das Game. Und da passiert sowas. Dann müsst ihr mich auch irgendwie verstehen, oder? Jedenfalls, ohne großes Gemecker. Level ist vorbei. Hey, vielleicht war es ja nur das erste Level hiervon. Oder halt Level 5 von der Welt. Die nächsten werden bestimmt schon besser. Und ich freue mich schon auf das letzte Level. Denn da können wir DK verkloppen. Ja, leider keine drei Marios. Aber das wird schon. Das kommt schon. Ein Raumpuzzle. Alles klar. Dann immer diese Musik dazu. Was werden wir diese Musik sagen? Was, ich kann hier klettern? Aha, das ist ein Rückblick nach unten. Ja, ich muss nach unten. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Ich muss hier runterfallen. Den Weg fertig bauen. Und dann ganz schön hier hochklettern. Ja, oder auch nicht. Sogar hier hoch.
Nee, da kann ich nicht hochcheaten. Alles klar. Das heißt, ich muss es doch so machen, wie gesagt. Zusammenbauen, die Brücke. Schnell nach oben. Oder auch nicht, oder auch nicht! Ich merke erst jetzt. Hier rechts ist ja auch noch eins. Okay. Dann macht das überhaupt einen Unterschied, ob das da ist oder nicht? Schaffst du so oder so nicht mehr rüber. Und der hilft mir eigentlich auch nicht wirklich. Was, wieso? Okay, machen wir es halt so. Aber das hilft ja gar nicht. Hä? Okay, warte mal. Also, ich will eine Plattform hier haben. Hier komme ich nicht hoch. Ich kann hier nicht in der Luft an der Leiter gehen. Warum auch immer. Eigentlich ziemlich dumm, aber es ist so. Das Einzige, was ich machen könnte, ist halt... Also, das rechts muss ich eigentlich komplett ignorieren. Das bringt mir rein gar nichts. Ich muss, wenn dann, hier aufbauen. Ja, und dann? Tatsächlich schaffe ich das doch nicht. Nee. Hä? Nee, ich versteh's nicht. Oder warte mal. Kann ich vielleicht von da oben aus... Nach oben? Nee. Man sieht's nicht, aber offscreen geht das nach oben weiter. Weil, das sieht man nicht, aber hier oben, das ist eine Leiste. Das ist halt immer die Hintergrundfarbe des Levels. Aber eigentlich ist es eine Leiste, das sieht man dann nicht. Ob da oben was ist, wenn da was ist. Nee, aber das wäre einfacher, wenn ich hier hoch könnte. Das geht ja nicht. Dann frage ich mich ja wirklich, wie es hier weitergehen soll. Weil das halt ja absolut keinen Sinn macht. Oder übersehe ich was? Warte mal. Vielleicht muss der... Na toll, jetzt habe ich den hier oben da eingesperrt. Aber das hilft mir doch nicht weiter, oder? Ich hätte ja verstanden, wenn die da oben irgendwie was zu tun haben mit mir, dass die hier runter müssen, damit ich auf den drauf springen kann, wie in dem einen Level, wo ich auch nachschauen musste, aber ne, die sind komplett useless, die beiden. Komplett useless. Die können nix. Weiß nicht, wozu die da sind. Bro, ich hab's gerade nachgeschaut. Wollt ihr wissen, wie es ist? Wollt ihr es wissen? Ihr wollt es wissen, ne? Nicht wahr? Ich sag's euch. Es ist genauso, wie ich es die ganze Zeit mache. Nur ich bin einfach zu langsam. Ja, ehrlich. Ich bin zu langsam, aber es ist genauso, wie ich es mache. Zack, zack, zack. Ja. Man muss erstmal, wenn man oben hochgeklettert ist, nach rechts, nach links und dann runter. Man darf nicht runterfallen, weil ich dachte, wenn man runterfällt, ist es insgesamt schneller. Ja, okay, jetzt habe ich nur das Problem, dass ich mit den Dingern erstmal die Viecher hier wegbekommen muss. Aber ich glaube, ich habe das Timing jetzt verkackt, ne? Oder? Warte mal. Oder? Ja, habe ich. Vielleicht jetzt? Ah, es kann funktionieren, es kann funktionieren. So, jetzt auch nicht das andere einsammeln, weil sonst resettet sich das hier. Aus irgendeinem Grund. Das ist immer noch falsch. Was zur Hölle? Was ist das für das Timing, bitte? Okay. Jetzt habe ich es richtig. Jetzt fällt nämlich da eine runter. Und jetzt ist er da überhaupt kein Problem mehr für uns. So, jetzt ist er auch stuck. Und wir machen zack, zack, zack. Und springen rüber. So, perfekt. Jetzt haben wir es. Das war's Level, basically. Wir haben eigentlich schon fast gewonnen. Aber, ja. Ich kann mir übrigens mitnehmen. Ja, also... Da muss man erstmal drauf kommen, wie du hier mehr oder weniger speedrunst. Ich tue mich echt richtig schwer im Moment mit dem Spiel. Aber wir wollen positiv in die Zukunft sehen. Ich muss einfach noch mal ein bisschen das Game lernen. Ja. Auch die alten kryptischen Puzzle Games muss ich drauf haben, sonst bin ich kein wahrer Gamer. Muss beweisen, was in meinen Adern steckt. Dieser Hut zum Beispiel steckt da drin jetzt.
Oder da unten die. Was ist das unten? Cheep Cheep? Hooper? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was der hier darstellen soll. Ist das der mit dem Schild? Kann ich auf dem stehen? Ich kann auf dem stehen. Kann ich mitnehmen? Nein. Okay. Ah, die Tasche. Ah, da unten bewacht das andere Ding. Mhm. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Jetzt runterfallen lassen. Ah, zu früh. Zu früh. Jetzt. Fällt da runter. Und jetzt können wir hier schnell ran. Wow! Die dasht noch einen zu. Okay. Na toll, das ist jetzt nicht auf, ne? Da unten ist ein Schalter. Ja, wie komme ich denn zum Schalter hin? Irgendwie bricht die Schlüssel weg. Ding. Runterfallen lassen? Nee. Also hier soll ich noch nicht lang. Glaube ich. Jetzt will ich doch Game Over, oder? Oder soll ich jetzt abwarten, bis er abhaut? Ja, soll ich. Warte, warte. Am besten aus dem Bildschirm raus. Ich versuch's, ich versuch's. Okay. Oh, der ist natürlich jetzt doof, ne? Bam! Wo ist er jetzt? Da ist er. Schön für dich, aber... Ah! Ich lass ihn mich rüberschieben. Er hat doch ein Schild. Ja, 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 ja. Und noch rüber. Let's go. Das macht das Tor oben auf. Perfekt. Das bringt uns nach oben. Leider nicht perfekt. Ich weiß nicht, ob das auf Zeit ist, dieser Schalter. Deshalb mache ich nochmal kurz aus. Seht ihr, wie Marios Auge breiter wird? Seht ihr das? Für ein Frame. Das ist lustig. Okay, vielleicht von hier aus? Das ist halt er gerade da, ne? Ja, okay, schlechtes Timing. Einfach nur schlechtes Timing. Bam. Er muss kurz abhauen, er muss kurz abhauen. Perfekt, 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 perfekt! Okay, das habe ich jetzt besser drauf gehabt. Man muss einfach nur schnell die Mechaniken verstehen und schnell agieren, reagieren, perfektionieren. Da dürfen wir wieder an der Slot Machine. Yeah, yeah. Na, schade. Ich kann dieses Lied einfach langsam nicht mehr hören. Das heißt, er muss jetzt vom Schiff. Krieg so ein bisschen Donkey Kong Country 2 Vibes. Wow. Okay, nice. Wir haben ein Fass schon mal in der Hand. Mehr oder weniger auch ein extra Hit, was ich richtig geil finde, wie ihr sehen könnt. Man muss aufstehen, Mario. Weitere extra Hits gibt es nicht, wenn du nichts in der Hand hältst. So, aufgepasst. Wow. Der will mich da oben richtig abknallen mit den Fässern, ne? Wow, wow. Okay, jetzt. Nimm das! Take these! Gut gemacht, Mario. Nimm direkt die nächsten Fässer mit. Das nächste Fass. Was halt gerade so vorhanden ist. Aua! Verdammt! Da wurden wir leider ein bisschen mitgenommen. Das passt aber. Noch läuft's. Boing. Hoch, hoch. Wo ist er gerade? Da ist er gerade. Nimm das! Ein jemand da noch. Die Bosskämpfe sind immer chillig. Die Final Bosskämpfe einer Welt, weil es immer das gleiche ist. Nur mit einer kleinen Abänderung im Level selber. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie chillig. Kleine Abwechslung. Immer ein bisschen den Affen verprügeln. Nebenbei. Als Belohnung, dass wir es geschafft haben. Ja, jetzt klettert er nach ganz oben. Was ist denn über dem Schiff bitte? Der Mond oder was? Wo will der nur hin? Ja, er hat einen Berg gefunden, wo er rauf kann. Aber wir können mitkommen! Wir halten alles aus. Auch alles, was er uns in den Weg stellen sollte. Egal welche Felsen oder Rätsel. Wir halten alles aus. Vor allem jetzt mit 14 One-Ups. Ja, kein Cheater hier. Ist alles legit. Wow, eine riesige Welt. Der Dschungel. Oh, du bist hier wie zu Hause bei dir, ne? Das ist für dich wie zu Hause. Ich verstehe schon. Na gut. Du musst mich über deinen Popo breit halten. Aber ja. Das hier sieht direkt schon aus wie in Donkey Kong Jr. Also den zweiten Arcade-Teil. Denn genauso steuert sich das hier auch. Blip, 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 blip. Was war die Dinge? Eine runter.
machen wahrscheinlich Schaden. Wow, wow, ah, ich hab's im letzten Moment gecheckt. Okay, ich muss besser aufpassen. Ach, da unten ist noch was. Gar nicht mal so schlecht gestorben bin, hätte ich sonst das hier nämlich verpasst. Wow, 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 wow. Steuerung ist kacke. Muss nämlich A drücken, um loszulassen. Was anderes akzeptiert er nicht. In der Steuerung. Okay, die bleiben mal kurz stehen, bevor die kacken. Gut, 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 gut. Hier ist der Schlüssel. Ich komme aber vielleicht ein bisschen zu früh. Was ist das denn hier? Ein Trampolin? Habe ich es richtig gesehen? Tatsache. Das ist ein Trampolin. Boing, boing. Okay. Warte mal. Das ist aber echt cool, dass wir jetzt Trampoline haben. Okay, aber lass den Schlüssel kurz respawnen. Perfekt. Also das Trampolin habe ich leider ein bisschen schlecht gesetzt. Es wäre besser, wenn es... ja, hier schätze ich wäre. Vogel ist jetzt im Weg. Okay, jetzt. Nein, was? Ich putze davon ab. Oh, ärgerlich. Als ob. Na gut. So, aber jetzt weiß ich zumindest, was zu tun ist. Jetzt machen wir hier im Speedrunner-Modus alles durch. Ja, du kack du mal. Das nehmen wir mit. Dulidum, dulidum. Okay, 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 okay. Jetzt! Okay, mach keinen Vogel. Ei. Nope. Perfekt. Aber tue ich jetzt dann hin? Ja, doch hier hin. Ich glaube, hier ist perfekt eigentlich. Ja, einfach nichts drücken. Einfach nichts drücken. Habe ich mir schon gedacht. Nichts drücken! Das war ein cooles Level. Da musst du ein bisschen herausfinden, wie das funktioniert. Und das hat mir gefallen. Dum, dum, dum. Also, das Spiel hat wirklich seine Ups und Downs. Das ist wirklich so. 4-2, die Antwort auf alles. Hoffentlich auch die Antwort auf die Frage, wie ich hier lebendig durchkomme. Scheinbar nicht. Nee, ich habe ihn nur schlecht angestellt. Jetzt hoch. Okay, weiter, 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 weiter. Okay, hoch. Okay, weiter, weiter, weiter. Hier verstecken. Sein Sprite ist wirklich einfach nur so ein Kasten. Haben den nicht mal ausgeschnitten. Das finde ich lustig. Okay, aufpassen. Jetzt, rüber, 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 hoch. Rüber, 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 hoch. Okay, rüber. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Der Schlüssel. Wow, das Ding will mich killen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Boah. Knappes Ding. Aber seht ihr, was ich meine? Das spielt wirklich Ups and Downs. Gerade die Schiffwelt konnte ich überhaupt nicht ausstehen. Jetzt die Dschungelwelt. Machen ein Level nach dem anderen in einer Minute. Gefühlt. Ja, das ist leider nichts. Schade. Aber das ist echt krass. Dieser Kontrast die ganze Zeit. Diese Affen. Was sind die denn für welche? Ich hab dein Popo? Nicht Popo, auf dein. Was ist das? Nein! Okay, ich kann noch schwimmen. Warte, ich bin noch nicht tot, ich bin noch nicht tot, ich bin noch nicht tot! Jetzt bin ich tot. Nee, aber kann ich aus einem Schweif da mich dran ziehen? Moment. Ja? Ja! Das ist geklappt! Das ist cool. Gab's das nicht sogar in einem der. Wer hat gefragt? Bitte mich dran ziehen. Vorsichtig, vorsichtig. Jetzt. Ja? Ja? Was ist das für einer? Was macht der? Was macht der? Noch macht er nichts. Noch. Okay, dim. Wir haben alles. Hier ist das Ziel. Ich weiß aber nicht, was er macht. Wow. Oh, das ist die Krabbe. Okay, jetzt erkenne ich ihn wieder. Komm, gib mir Feuer, gib mir Hüte, gib mir kein DK. Gut, das Spiel will mir DK geben, dann gebe ich DK Fass. Bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Oh mein Gott, es ist Donkey Kong Jr. Oh mein Gott, die Theorien. Was bedeutet das alles? Ah, Hilfe. Oh. Gar nicht gut. Da wechselt das Pair dann immer wieder. Okay, warte. Nein? Okay, sehr gut. Hoch. Was ist? Let's go! Aber hey, da war Donkey Kong Jr. heißt das. Wir werden ihn jetzt
in dieser Welt öfter sehen? Oder kommt er nur in so einem Bosskämpfen vor? Da ist er! Wie er sich bewegt, sieht so abgekattet aus. Was war das denn? Ein Giftpilz? Nee, eher ein Minipilz, oder? Der erste Minipilz. Jedenfalls hat der nicht so doll geschmeckt. Was schmecken würde, wäre aber ein Like auf dieses Video, wenn ihr mir die Motivation geben wollt, hier weiterzumachen. In dieser Sonic Green Hill-ähnlichen Gegend hier. Und ja, dann wird's beim nächsten Mal weitergehen im Dschungel. Aber passt auf den Baum auf.